Zelda? Zelda! Zelda, wo bist du denn? Sieht echt schön aus. Echt schnieke. Auch mit Fischen. Boah, krass. Was eine AI, dass Fische automatisch schwimmen. Okay, Spaß beiseite. Wo ist sie? Moment. Quelle des Himmelsblicks. Befindet sie sich etwa hier? Es könnte sein. Also. Auf geht's! Ja! Zeig mir, wo Zelda ist! Ganz gechillt. Gebieter, diese Sprache verwenden die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde dir die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie zwei heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlands, liegt in Elden, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Wie sie am Tanzen ist. Sie fühlt diese Sprache so richtig. Doch was ist das? Eine Steintafel? Tatsächlich, du hast die Rubintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Wo ist Zelda? Hä? Raus? Rein? Okay. Fei, entscheide dich. Gebieter, wie ich gerade besetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Elden begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir die soeben gefundenen Steintafeln zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Im Wald gibt es sicher einen Weg, um zum Wolkenmeer zurückzukehren. Mag sein. Mag sein. Hm? Hey, ich bin's, Macha! Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Wer bist du? Nee, leider nicht. Wenigstens scheint sie zu wissen, welche Richtung sie gegangen ist. Endlich hat Mascha seine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Werde ich, kleiner Knospenfreund. Das werde ich und damit willkommen zu einer neuen Folge. Ja, kam ziemlich spät, aber hi. Und naja, der einfachste Weg wäre doch jetzt einfach. Ja, abzuspeichern und dann zu sagen, ja, ich möchte bitte gerne wieder nach oben. Oder nicht? Ich denke mal schon. Übrigens, immer wenn ich Y drücke, kommt das Geräusch. Ja. Ins Wolkenmeer reisen. Let's go. Go! Ja? Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Götter mit deinem Himmelsschrei triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu deiner Veränderung im Wolkenmeer. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen an, an denen eine Veränderung eingetreten ist.
Ah, wir schalten immer mehr Orte frei. Auch cool. Ich empfehle dir, diese Orte genau zu untersuchen. Machen wir das doch. Zuerst. Drei Orte. Ne, hier unten ist auch noch was. Gucken wir erstmal hier lang. Ja, erstmal da lang. Wo ist es? Da ist es. Ne. Hm? Ne, das ist hier unten, hier unten. Oder? Doch, ich glaube schon. Mal gucken, ob ich das Fliegen noch drauf habe. Ist ja schon einige Folgen her. Fühlt sich an, als wären das 10 Folgen her gewesen, aber es waren weniger, auf jeden Fall. Es waren auf jeden Fall weniger. Aber auf dieser Insel kann ich irgendwas bewirken und dann möchte ich nochmal gerne einen kurzen... Ah! Will ich mal kurz anhalten. Warte, muss ich verlangsamen oder was? Verlangsamen, ja. Ja, muss ich, okay. Ja. Hä? Wie kann ich denn da landen? Ja, hier. Hier, langsam. Noch nicht, Moment. Was ist denn jetzt mit meinem Vogel los? Vogel! Vogel? Das war seltsam. Und dann langsam, langsam. Mist. Und jetzt langsam, 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 langsam. Ja, ich weiß, Musik, du gehst gerade voll ab. Und wie kann ich jetzt wieder... Keine Ahnung, ihr müsst mir da wieder helfen. Ich habe keine Ahnung, dann gehen wir halt dort mal hin. Vielleicht funktioniert das besser. Gott, das war ja schrecklich. Warum will er denn nicht das machen, was ich ihm sage? Ja, komm, hoch. Da hinten machen wir lang, zu dieser Insel. Also geiler Hopp. Hopp, hopp, hopp. Sieht ein bisschen komisch aus hier mit meinem Arm. Ja. Aber naja, aber naja, aber naja. Da oben, was bist du eigentlich hier? Ah, du bist ein Gegner, scheiße. Ah, Mist. Einfach ignorieren. Ich kann leider nicht boosten. Okay, also irgendwie... ist der Himmelsort ziemlich langweilig, muss ich zugeben. Erinnert mich so ein bisschen an die Kritikpunkte, die man in Windraker gegeben hat. Weil das Surfen voll langweilig sein soll. Kann ich sehr gut verstehen, aber mir hat das nicht immer sehr viel Spaß gemacht. Kann ich hier jetzt zumindest landen irgendwie? Wie lande ich denn? Hier ist so ein cooles Kürbishaus, wie möchte ich landen? Ja. Oh, jetzt hat's geklappt. Ich hab Schultertaste gedrückt. Hätte ich das vorhin auch machen sollen? Und mach ich gleich nochmal. Egal. Erstmal abspeichern. Weil wir hierauf gelandet sind. Blam, blam. Gut. Schauen wir nochmal. Oh, nein, noch schauen wir nicht da rein. Weil. Ha, eine Kiste sich hier versteckt. Doch mit welchem Inhalt? Eine Abenteuertasche! Nun kannst du ein weiteres Item mit dir führen. Ja, oh, okay. Ich habe gedacht, eine Rubintasche. Schade. Kürbisse! Ah, kaputt mit euch! Ha. Gebt mir Rubine! Ich brauche Geld! Das ist schon so ein kleines Bazar hier, oder? Lass uns mal reinschnuppern, was man hier so finden kann. Nee, noch nicht. Hi! Bin wohl falsch rum drinne. Hi! Willkommen in der Kürbisbar, der gemütlichen Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst nirgendwo eine bessere Suppe als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Wie wär's mit einer Portion? Klar, warum nicht? Na, das war eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass ein Knirps wie du auf meine Suppe steht? Möchtest du eine Portion mitnehmen und 10 Rubine die Flasche? Okay, nicht, sorry. Wo war? Ich sollte es nicht nur dazu, um zu schlürfen. Hier trifft man auch eine Menge illustra Persönlichkeiten, okay? Also gönn dir ruhig deine Auszeit, aber eins sage ich dir, wehe, du stellst hier etwas an oder machst etwas kaputt. Ganz recht, ich spreche von meinem handgefertigten und sündhaft teuren Kronleuchter.
Lass bloß die Finger davon, hast du mich verstanden? Okay. Naja, ich hab dich verstanden. Kronleuchter kaputt machen, irgendwie so, ja. Hab ich verstanden. Okay. Da war ganz viel Bier drin von dir. Mhm. Das Nerzteil! Also jetzt muss ich ja den Kronleuchter kaputt machen. Also bitte. Kürbisbar. Hey, hör mal kurz zu. Der alte Knabe da drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prallereien wird der Kabocher jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Kabocher? Ein Mädchen? Du glaubst mir doch, oder? Ich glaube dir. Sieh an, du bist ein echt netter Bengel. Ich glaub dir nicht. Nie im Leben. Was ist bloß mit der Jugend, Leute? Okay. Hi. Hallo du! Du siehst wie ein Ritter aus dem Wolkenritter aus, hab ich recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen. Also bloß nicht die Rubine von da oben herunterzubekommen. Manche Leute behaupten, man könnte den Kronleuchter zum Schwicken bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Also komm, noch mehr obvious kann es ja jetzt nicht sein, oder? Dieser Kronleuchter wird das letzte Mal existieren heute. Hey Mike, hätte nicht gedacht, dass ich hier zu treffe. Oh, du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Bestimmt. Bestimmt habe ich das schon einmal erzählt. Ich liebe Insekten. Und genau deswegen bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Was? Ein Kescher? Und falls du noch keins besitzt, kannst du dir eins in Terrys Laden kaufen. Terry? Wahrscheinlich direkt dreht er gerade wieder seine Runde über den Wolkenhort. Terry? What? Ups. Komm schon. Du musst runterfallen. Achtung, Kronleuchter, an dieser Stelle bitte nicht. Ha. Ja! Boom! Alles brennt! Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du da runterkommst! Okay. Ich komm ja schon runter. Kein Problem. Was geht? Das ist nun meins. Dankeschön! Ein Herzteil, zwei fehlen nun noch. Die Rennen bringt nicht so viel innen drin. Das darf doch nicht wahr sein! Was hast du getan? Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert! Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, den ich in den Kronleuchter gestecke, abgezahlt ist! Nun, bist du damit einverstanden? Nein, bin ich nicht. Ich höre wohl schlecht. Du hast Nerven. Zerstört mein Kronleuchter und glaubt dann auch noch ungeschont davon zu kommen. Ja. Ja, okay, komm. Gib mir Arbeit. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Er gehört zu unserem Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also wirst du ihm die Suppe bringen? Sicher. Sehr schön, hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister, aber hör dich. Na, worauf wartest du denn noch? Oh, nice! Neue Flasche! Mit Kürbissaft. Ach, eine Sache noch, leider. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du solltest dich also mit deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb der nächsten 5 Minuten! Uhrzeit? Oh, shit. Dann, keine Zeit verlieren! Los geht's! Wir fliegen! Los geht's, los geht's, los geht's! Los, hol mich ab! Danke. Okay, Karte, das sollte hoffentlich keine Zeit abziehen. Wolkenhort. Wo ist der Wolkenhort? Keine Ahnung, da hinten. Schneller! Ich weiß gar nicht mehr, wo der lebt. Ich hab's voll vergessen. Das Problem hierbei wird einfach sein, dass ich nicht weiß, wo er ist. Aha. Wir sehen uns gleich wieder. Das ist ja langweilig. Okay. Angekommen. Oh! Nice.
Du, was hast du denn eigentlich? Die war ich noch nie. Na egal. Kürbisse, cool. Okay, Bürgermeister. Wo wäre der Bürgermeister? Was ist das da oben? Ist das Terry? Da müssen wir gleich mal vorbeischauen. Aber erstmal Bürgermeister, der ist wichtiger. Karte, sagst du mir vielleicht, wo der Bürgermeister sich aufhält? Ich gehe davon aus, dass er in der Ritterschule ist. Ich gehe einfach davon aus. Wo soll er sonst sein? Ich habe echt keine Ahnung, wo er sein soll. Absolut nicht. Mist. Hoffen wir, dass er hier irgendwo drin ist, sonst bin ich ein bisschen gehindert. Meine Zeit rennt weg. Da war hier doch irgendein Klassenraum. Hier steht nichts mehr überall. Bürgermeister. Ist der Otto? Nein. Scheiße, der ist hier nicht. Sag mein Inventar eigentlich, wie lange das noch hält? Hä? Nein, meine Fee! Ach, come on! Ach, ey, das ist doch kacke. Jetzt ist meine Fee überschrieben. Was soll denn das? Echt uncool. Ist er hier oben? Ah, bitte sag mir jetzt einfach hier oben. Hier drin. Das ist das Letzte, was mir noch einfällt, dass er hier drin sein könnte. Weil wir sowieso lang müssen. Nein, hier ist er nicht. Komm, machen wir das sowieso erstmal. Komm, let's go. Egal, machen wir es erstmal. Zack. Okay. Und damit schalten wir im Wolkenhort einen neuen Ort frei. Einen Feuerort, wie ich es verstanden habe. Okay. Ja, ich sag nur nochmal das gleiche, dass es jetzt in der nördlichen Richtung einen neuen Ort gibt. Wo könnte der Bürgermeister denn sonst noch sein? Keine Ahnung. Ritterschule war er, glaube ich, nicht. Basar wird er nicht sein. Nichts. Friedhof. Scheiße, wo ist denn der? Verdammt! Ja, das Ding wird kalt. Ich weiß nicht, wo er ist. Ist er doch in der Ritterschule? Ich gehe jetzt nochmal in die Ritterschule rein. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Hä? Hey! Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es, Mike! Ja, was gibt's? Kann ich helfen? Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie irgendwo gesehen? Wer ist Cookie? Sie ist meine Tochter, ein kleines süßes Mädchen von 5 Jahren. Ich bitte dich, Mike, wirst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden, da bin ich mir ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie, ich bin sicher, dass sie hat furchtbare Angst. Ich bitte dich, Mike. Es tut mir leid, aber es interessiert mich nicht. Ja, komm, okay. Vielen Dank, ich muss auf die Schüler der Ritterschule fürs Verlass. Ich stehe auf dich. Ja, ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, also nicht. Nein. Na, auf! Hör auf, Link! Ja, ein Basar wird aber wohl kaum sein, oder? Heiß. Zweifle ich. Was willst du denn?
Ah, ihr kommt gerade richtig, Wette Herr. Ich habe neue Items in meinem Sortiment. Eisenschild. Eisenschild hätte ich sehr gerne. Was hast du, Eisenschild? Nein, 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 nein. Okay, alles gut. Na dann, den ich haben. Ein Eisenschild, na klar. Das ist Schutzzucker für Feuer. Ja, danke, her damit. Yes, endlich wieder ein Schild. Ich bin einfach rum, davon wird er mein bester Kunde. Werde er, sollte eure Schildanzeige zu schnell sinken, bringt euren Schild wieder in die Werkstatt. Okay, danke, ciao. Gut. Dann endlich mal wieder ein Schild. Ich kann kein Deutsch mehr. Ein widerstandsfähiger Eisenschild. Er brennt nicht und zerbricht nicht so leicht. Jedoch leitet er Elektrizität. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der Bürgermeister sein soll. Oben habe ich schon überall geguckt. Hier oben war er überall nicht. Hier war er nicht. Hier war er nicht. Hier kann er überhaupt nicht sein. Dorfplatz wäre auch dumm. Friedhof. Kükis. Ist er dort? Nein, oder? Da ist irgendwer. Das ist er nicht. Nein. Was? Meine Ehefrau ist davon überzeugt. Cookie ist irgendwie weg. Verdammt. Nein, da wird er nicht sein. Schon kalt? Irgendwas drin. Shit! Verdammt! Ich habe ernsthaft jetzt meine Fee hergegeben für eine kalte Suppe. Das kotzt mich gerade irgendwie an. Naja. Kann man nichts machen. Mein Junge ist also schon wieder voll Dreck und Öl nach Hause gekommen. Es mag ja sein, dass er mit Maschinen hantiert, aber jeden Tag alles so verdreckt furchtbar. Dein Junge? Der Schmutzfink, der sich tagtäglich in der Werkstatt die Kleidung schmutzig macht, du kennst ihn doch. Ständig verweckelt er bis spät in die Nacht an diesem Roboter unserer Vorfahren herum. Wozu soll es denn gut sein, diesen alten Schrotthaufen zu reparieren? Versteht das irgendwie nicht. Ich wette, sein Junge hat schon irgendwas Gutes vor. Hört sich nach irgendwas an, was wir später gebrauchen könnten. Naja, SpongeBob drüber. Erstmal überlegen, wo könnte es weitergehen. Also ja, klar, wir wissen, wie es in der Story weitergeht, aber sonst kann ich nichts machen. Gar nichts. Ich kenne diesen ganzen Ort hier nicht. Hier war ich gar nicht. Oder konnte ich auch gar nicht hin. Du willst auch noch mal was von mir? Was denn? Hast du es gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, aber als sie beim Friedhof halt gespielt hat. Wie kann denn in solch einem kleinen Dorf ein Kind einfach verschwinden? Eine Tragödie. Du sagst es. Glaubst du, es könnte von Dämonen verschleppt sein? Das kann doch nicht möglich sein. Ah, da fällt mir ein, in der Nähe des Wolkenhorts sitzt ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig für ihres Zeug, deshalb hat ihn bis jetzt niemand so recht geglaubt. Wo der alte Mann jetzt wohl ist. Ich glaube, dass er meistens in den Kürbiswasser östlich des Wolkenhorts sitzt und dort die Zeit totschlägt. Aber du musst mit deinem Vogel dorthin fliegen. Vergiss das nicht. Okay. Was ich jetzt machen werde, noch vor dem Ende des Parts. Ich werde gucken, ob die Legenden wahr sind und dort oben bei diesem fliegenden Haus Disney Pixars oben, ob da vielleicht tatsächlich Terry drinne ist. Das wäre richtig cool. Terry, bleib stehen!
Wo ist er? Terry! Terry! Bleib stehen! Ding, 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 ding! Da! Nein! Was? Komm, schneller, 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 schneller! Ja! Oh, wie cool! Nur Abenteurer dürfen bei ihm einkaufen. Nur Leute, die es auch schaffen, zu ihm zu kommen, dürfen einkaufen. Krasser Dude. Was ist hier oben? Nichts. Okay. Okay. Terry, bist du's? Yo! Terry! Alter, wie er schuftet. Oh, es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hier erfindet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was Ihr Herz begehrt. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn Sie sich nicht nur gucken, sich nur nicht nur alles angucken, sondern auch etwas kaufen. Ein Kescher! Oh, Sie sind interessiert an dem Schmetterlingsnetz. Damit können Sie Insekten einfangen. Das macht Spaß und ist zudem auch noch sehr nützlich. Für Sie ist es auch ein fairer Preis, finden Sie nicht auch? Ja, finde ich auch. Ja! Damit, da fange damit flink und leise Insekten und andere Dinge. Und andere Dinge, ja. Die hätten wir schon von Anfang an haben können. Diesen Kauf werden Sie nicht bereuen. Was ist das denn? Das ist die Lebenskraft-Medaille. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn Sie sie bloß bei sich tragen. Und wie Ihr Name schon sagt, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Ha, probieren Sie es doch einfach mal selbst aus. Ich gebe sie Ihnen für 8 Rubine. Eine Münze, wo keine Ahnung hat, wofür die überhaupt ist. Für ganz viel Geld. Klar, ich bin dabei! Oh, Sie haben nicht genug Geld. Wenn das ein Scherz sein sollte, dann war der ganz und gar nicht lustig. Hast du 800 Rubine, nicht 80. Oh. Ja gut, kann ich nicht kaufen, noch nicht, zumindest. Oh. Mit dieser Zusatzzeit können Sie ein Item mehr bei sich tragen. 300 Rubine! Nein. Oh, sehen Sie sich doch ruhig ein bisschen um. Was ist das hier? Oh, eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit können Sie 300 Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Sie wollen sie doch bestimmt, oder? Für noch 100 Rubine. Ja, gib her. Yeah, Geld ausgeben, um mehr Geld zu tragen. Logik. Ist eine normale Geldbörse voll, bietet sie Platz für weitere 300 Rubine. 300 plus 300. 600 Rubine. Nice. Thank you! Oh, vielen Dank! Das gibt mir Kraft, noch besser in die Pedale zu treten. Oh, dieses Schild bedeutet, dass der Artikel ausverkauft ist. Dank Ihnen läuft mein Geschäft in letzter Zeit viel wieder besser. Das rechne ich Ihnen hoch an. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. Ach, ich kann einfach bei ihm schlafen? Was? Jo, Terry! Bruder, wir sind Freunde, ne? Ich schlafe aber bei dir. Oh, jo. Oh. Dreht es immer noch die Beine voll? Oh Gott. Sorry, dass du nicht schlafen konntest, ne? Ich hoffe, das nimmst du mir nicht böse. Moment, was? Neue Sachen. Weitere 100 Rubine. Alles klar. Gut zu wissen. Und das hier? Das ist die Insektenmedaille. Sie entfaltet ihre geheimvolle Wirkung schon, wenn sie bloß sein weiß ich tragen. 1000 Rubine allerdings. Oh. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wofür wir unser ganzes Geld ausgeben können. Weil ich werde es halt wahrscheinlich nicht für Sachen ausgeben wie Heiltränke und alles. Wahrscheinlich nicht. Aber gut, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge in das neue feurige Gebiet eindringen und schauen, welche Geheimnisse es verbirgt. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Zelda Skyward Sword. Quallenfischen, 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 Quallenfischen. Thank you.